Betreuen und Pflegen ist das Natürlichste auf der Welt, was wir haben. Mein Name ist André Fringer. Hier in der ZHW bin ich in der Funktion als Co-Leiter Forschung, Entwicklung, Pflege, als auch Master Science Pflege. Ich bin diplomierter Krankenpfleger, als auch Pflegeforscher und Pflegewissenschaftler. Mein Name ist Michael Benninger. Ich bin Abteilungsleiter Gesellschaft hier auf der Stadtverwaltung Wallisellen. Wir haben die ZHW beauftragt, eine Umfrage auszuarbeiten, die die Situation der pflegenden und betreuenden Angehörigen in Wallisellen erfasst. Mein Name ist Franziska Domeisen-Benedetti. Ich bin hier in der ZHW wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Pflege im Bereich Forschung und Entwicklung und Master Science. Bei der Befragung haben etwa 330 Personen mitgemacht, wovon etwa ein Drittel angegeben hat, dass sie betreuende Angehörige sind. Pflegende Angehörige bekommen meistens die falsche Anerkennung. Falsche Anerkennungen sind zum Beispiel, dass innerhalb der Familie gesagt wird, oh, Lieselotte, das machst du aber gut, oder? Ich könnte das nicht. Und so wird innerhalb der Familie schon bereits diese Personen, die pflegende Angehörige sind, ausgegrenzt. Es ist für Angehörige oft schwierig, sich einzugestehen, dass sie auch mal eine Minute, einen Tag für sich gebrauchen könnten. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel das Tages-Nacht-Zentrum hier auch in Wallisellen, wo man Personen auch mal für einen Tag in ein gutes Setting geben kann. Manchmal sind es auch vielleicht einfach ein paar Stunden, die ich mir freinehmen möchte. Ich möchte mit einer Kollegin, mit einem Kollegen ins Kino gehen. Und ich denke, dass dieses Modulare, dieses auch Kurzzeit, einsatzorientierte Element, das wäre wichtig, dass wir das entwickeln können für die Zukunft. Und ich denke, das könnte eine echte Entlastung sein für die Personen, die sich tagtäglich engagieren für ihre Nächsten, ihre Liebsten, die Pflege und Betreuung benötigen. In jedem Lebenslauf eines Menschen ist Pflege und Betreuung verankert als etwas ganz Natürliches. Und mit dieser Studie haben wir die Möglichkeit geschaffen, das Bewusstsein dafür, auch wenn es sehr unbequem ist, Abhängigkeit, Krankheit, dass das mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit als etwas Normales tritt und dass es das Nischen- und Verdrängtheit- und Stigmatisierungsaspekte, dass man die damit quasi auf die Seite schiebt.